Der Magic Arm lässt sich in alle Richtungen hin frei bewegen, bis hin zu 90 Grad. Und er lässt sich, wenn er einmal eingestellt ist, hierüber festdrehen. Das heißt, mit einer Bewegung sind alle Achsen fest eingestellt. Auf der einen Seite haben wir eine Befestigung, eine Schraube, an die das Zubehör wie zum Beispiel Licht, Monitor oder Mikrofon angebracht wird. Auf der anderen Seite ist die etwas größere Schraube zur Befestigung zum Beispiel an einem Stativ. Mit dem Blitzschuhadapter kann der Magic Arm direkt auf die Kamera aufgeschoben werden. Dazu wird dieser auf den Magic Arm aufgeschraubt. Kommen wir zur Superclamp. Die Superclamp ist ebenfalls aus Metall, massiv und sehr stabil. Wir haben in der Superclamp zwei Gewinde, ein Viertelzoll und ein Dreiachtelzoll. Beim Viertelzoll, bei einem kleinen Gewinde, kann man den Magic Arm befestigen. Das mache ich jetzt mal. Die Superclamp lässt sich einfach öffnen und auch sehr einfach wiederum schließen. Schön festdrehen. Man kann sie fast überall befestigen und hat damit eine unendliche Kombinationsfülle, wie man sein kleines Zubehör wie zum Beispiel Licht, Monitor oder auch Mikrofon befestigen kann. Musik.